Wenn es eine einzige Vokabel für ausgelassenes Feiern in feinem Zwirn zu Jahresbeginn gäbe, müsste die Wortneuschöpfung wohl Ahoi heißen. Wie bereits vergangenes Jahr kamen am 2. Januarwochenende rund 900 Gäste in das Ramada Hotel Hamburg City Center. Geladen hatten Lars Meier, Katrin Wirth-Überscheer und Andreas Hoschke. Unter anderem mit auf der Promi-Liste Hockeystar Britta Becker, Bestsellerautor Heinz Strunk und Schauspieler-Ehepaar Janine und Kostja Ullmann. Schöne Frauen. Es ist lustig. Leckere Getränke. Man kann tanzen. Tolles Essen. Man kann einfach richtig Party machen. Also es ist schon wirklich der schönste Neujahrsempfang des Jahres. Anscheinend soll es ja auch wie eine Abi-Party sein, diese Feier. Was ganz passend ist, da ich kein Abi habe. Das heißt, ich kann diese Party heute nachholen. Was Brot und Spiele im antiken Rom war, ist das Ahoi im Hamburg des Hier und Jetzt. Kostprobe? Die Delikatessen von Fillet of Soul, Flammhus und Better Burger Company ließen niemanden kalt. Hallo! Eine super Grundlage für 1-12 kühle Astra, einen lässigen Longdrink an der East Gin Bar, Espresso bei Lavazza, Entspannen in den Möbeln der Lounge Factory oder gar einen spontanen Fotoshoot in der Traumgalerie von Richard Beer und Co. Silvester ist für mich gar nicht mehr so wichtig, dass die Vorfreude für den Ahoi-Bai überstrahlt das alles. Weil es diese einmalige Mischung zwischen unheimlich tollen Angeboten, einer unglaublichen Akkuratesse, in dem wie das vorbereitet wird. Und es gibt nirgendwo so viele coole Leute wie genau bei Ahoi. So ging es frisch gestärkt zu den zahlreichen Gewinnspielen. Brand USA und United Airlines ließen die Anzahl von Mini-Flugzeugen in einem Plastikzylinder schätzen. Die Gewinnerin fliegt nun nach New York City. Viel Fingerfertigkeit mussten Teilnehmer beim Knotenwettbewerb in der Dodenhof-Lounge beweisen. Den Daumenkrampf danach zauberten die Damen vom Meridian Spa blitzschnell wieder weg. Einen kompletten Pokertisch samt Spielgeld und Dealer hatte die Spielbank Hamburg im Hotel aufgestellt. Den Hauptgewinn, eine exklusive Hafenrundfahrt, stellte übrigens Barkassen Meier. Und jetzt mal gut aufgepasst, so sieht ein Pokerface nicht aus. So auf gar keinen Fall. Das hier ist, naja, knapp vorbei, aber hier, so sieht Pokerface aus. Super. Abgeräumt hat aber ein anderer. Ruder-Olympiasieger Erik Johannesen gewann die Promi-Runde und stiftete seinen Preis an ein Flüchtlingsprojekt. 80. Läuft sehr gut. Man muss bei euch immer ganz genau einen Plan haben. Erstmal alle Spiele abarbeiten, dann zum Essen und dann tanzen. Einen Augenblick mal. Vor dem wilden Reigen müssen aber noch norddeutsche Traditionen hochgehalten werden. Ohne die Shanties von der Tampentrecker geht da nix. Kaum erklingt der Chor, liegt sich die Lokalpolitik einig schunkelnd in den Armen. Ist das schön. Ahoi ist wie ein großer Erwachsenenspielplatz. So stellt man sich das, glaube ich, vor. Alle haben Spaß, sind ungezwungen, können machen, was sie wollen und treffen genau die Leute, die sie treffen wollen. Hamburg ist Michel, Alster, jetzt auch Elbphilharmonie, aber seit vielen Jahren schon Ahoi und das ist ganz großartig. Spätestens um 10 Uhr, also 22.23 Uhr, reißen die ihre Hemden auf und sind alle Rock'n'Roll. Sprach's und machte den Gästen ordentlich Dampf, unterstützt von den Licht- und Soundkünstlern von SG Medientechnik. TV-Moderator Elton war derart beeindruckt, dass er gar um Worte verlegen war. Die Highlights sind auf jeden Fall die Musik von Tobi Schlegel, weil der hat's einfach raus, das Buch, unglaublich. Und wenn die Füße vom wilden Tanz allzu sehr zwicken, der tauscht das Schuhwerk kurzerhand gegen drei Streifen ein. Görz macht's möglich und zugunsten des Vereins Mensch Hamburg. Ein bedankenswerter Stilbruch, weil so kann es sofort weitergehen. Denn Ahoi-Konnoisseure wissen, kurz vorm ersten Grau des Morgens wartet im obersten Level des Hauses der Endgegner. DJ Rosantik fordert im 11. Stock per Turntable die letzten Energiereserven von den Gästen ein. Ein Erklärungsversuch. Ahoi ist so ein bisschen wie die erste große Liebe damals in der Schule. Man möchte nicht, dass es irgendwie vorbeigeht, aber man weiß ganz genau, irgendwann kommt nachher jemand und sagt, Licht geht an, Schluss, ihr müsst nach Hause. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, Herr Bommes, dass Sie damals wohl niemand im Porsche nach Hause fuhr. Das gibt's eben nur hier bei Ahoi 2017.